die Tortillas. Lecker. Oh, das ist Essen für Arme. Bye. Das ist schon viel besser. Das ist so lecker. Sowas findet man nicht zu Hause. Vergiss nicht zu atmen. Vielleicht erinnert dich das wieder daran. Nein! Lasst die Challenge beginnen. Und das Rad entscheidet euer Schicksal. Sandwich. Juhu, das kann ich jeden Tag essen. Ich weiß, was ich mache. Abracadabra. Ah, perfekt. Bäh, wer ist denn sowas? Ich habe eine viel bessere Idee. Hey, warte ganz kurz. Hallo? Ich brauche den besten Burger aller Zeiten. Und da ist er auch schon und er sieht so teuer aus. Aber immer noch nicht gut genug für mich. Hier kommt der Regen. Diamonds are a Burger's best friend. Aber nein, 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 nein. Ich muss was Besseres machen. Sie mag den Goldtopf am Ende des Regenbogens haben, aber ich habe den Regenbogen selbst. Und kein Mensch kann geschmolzenem Käse widerstehen. Here comes the sun. Du, 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 du. Yay. Alles fertig. Danke, Mutter Erde. Wird dir noch leid tun, dass du zurück bist. Hier. Oh, was für ein Fest. Ich hoffe, wir kriegen keine Lebensmittelvergiftung. Was ist das überhaupt? Wow, sieht toll aus. Und schmeckt auch toll. Ich weiß jetzt, wie die Farben schmecken. Ups, tut mir leid. Komm zu Papa. Au. Ich fühle mich wie ein König. Ha? Oh nein, ich hoffe, er verklagt mich nicht. Null Punkte für dich. Ein Punkt für dich. Ich hoffe, was bringt mir das Geld, wenn ich nicht mehr eine Runde gewinnen kann? Als nächstes kommt Gitterspeise. Gitterspeise? Das wird richtig interessant. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche sofort mein Stressspielzeug. Das ist jeden Dollar wert, den es gekostet hat. Oh, Moment, ich weiß, was ich mache. Hallo, ich brauche Orangen. Viele Orangen, danke. Oh, reich zu sein ist wirklich toll. Bingo. Ah, ich habe so ein Glück, dass mir alles in den Schoß fällt. Wortwörtlich. Die Orangen presse ich aus. Das geht ja schnell. Erinnert mich an die Tränen meiner Feinde. legt euch bloß nicht mit mir an. Für diese Idee sollte ich in Physik eine 1 bekommen. Egal, wenn ich keine 1 kriege, kaufe ich halt einfach die Schule. Kommt her, ihr Würmer. Und voilà. Meine köstliche Kreatur lebt. Was könnte ich damit anfangen? Komm, denk nach. Ich muss was finden. Der Mülleimer der einen ist der Schatz der anderen, oder? Oh, genau die brauche ich. Wir tun einfach so, als wären sie nicht abgelaufen. Ein paar Würmer, ein paar Streusel. Ich fühle mich glatt, als würde ich einen Zaubertrank machen. Shake, 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 Signora. Shake your body line. Fertig. Ich probiere mal kurz. Du bist so süß. Oh, so pink und so glitzernd. Wie soll ich dich jemals weggeben? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Reiche Leute sind echt merkwürdig. Egal, das habe ich gemacht. Was ist das denn? Du meine Güte! Es greift mein Gesicht an! Warum bin ich immer so? Es sieht aus, als hätte jemand dich angenießt. Das ist lecker! Probieren Sie mal! Oh nein! Oh, bin ich schon dran, ja? Das hier werden Sie lieben. Oh, danke. Frau Jones, sehen Sie, weinen Sie nicht. Sehen Sie mal, wie süß der Wurm ist. Ich bin dran. Frau Jones, er ist nicht so süß wie Sie. Oh, hör doch auf. Ja, mein Wurm. Davon kriege ich einen Trauma. Ups, sorry, Kinder. Kinder, sorry. Beide kriegen einen Punkt. Hey. Ich meine Ginger, der Wurm. Danke. Oh, mein Wurm. Aber danke. Es ist Fischzeit, Baby. Oh, das ist so cool. Ja, Fräulein? Ich brauche Fisch aus dem teuersten Restaurant. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ich brauche den besten Fisch für Fräulein Ginger. Sofort. Oh. Ich werde nicht gut genug hierfür bezahlt.
Geh raus hier. Ich bin so gut darin. Das ist unfair. Ich kann das wenigstens alleine. Ich bin nämlich eine starke, unabhängige Frau. Oh, meine Brille. Das war knapp. Die Jugend von heute. Upsi, sorry. Ich muss wohl an meinen Angelkünsten arbeiten. Dann versuche ich's mal. Schneide das raus. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gesehen. Erwachsene heutzutage, oder? Ich geb so einfach nicht Bellissimo. Auf. Bellissimo. Oh, Mamma mia. Was passiert hier? Und ich werde die Beste. Ich brauche eine Dusche. Ich hoffe mal, das ist nicht Nemo. Sie werden mögen, was jetzt kommt. Irgendwas ist hier fischig. Ich mag arm sein, aber ich habe gute Überlebensfähigkeiten. Aber wo ist mein Fisch? Wer hat ihn genommen? Gib ihn zurück oder ich rufe die Polizei. Oh, da ist er. Oh, interessante Wahl. Mein Fisch ist weg. Aber meine ist fertig. Hier, euer Ehren. Du hast dich selbst übertroffen, Ginger. Das werde ich aber gerne essen. Einer für danke Sie sehr. Und einer für mich. Sehr lecker. Ja. Ein Punkt für Ginger. Das ist nicht fair. Danke, Alfredo. Sie hat geschummelt. Das Rad dreht sich. Von Mais zu Popcorn. Sie lassen selbst das heiß klingen. Aber geht das überhaupt? Wie mache ich denn daraus Popcorn? Das verstehe ich nicht. Ich weiß, wie das geht. Alles ist möglich, wenn man genug Geld hat. Und ich habe sehr viel Geld. Echt? Das ist ja furchtbar. Das mache ich echt nie wieder. Ich hoffe, mein Schwarm guckt jetzt nicht zu. Moment, ich habe eine Idee. Hier kommt der Mais-Kebab-Spieß. Cool, ich sollte ein Restaurant aufmachen, finde ich. Ich wette, damit könnte ich sogar einen Michelin-Stern gewinnen. Vielleicht kann ich dann auch Geld so herumwerfen. Träum weiter. Mädel, ich hab Magie hier. Ich meine Geld. Bereite dich also schon mal aufs Verlieren vor. Nichts steht zwischen mir und dem Sieg. Ich mach Popcorn, das selbst Hollywood-Stars lieben würden. Seid bereit, euch die Finger zu lecken und nach mir zu betteln. Das ist so hypnotisierend. Du unterschätzt mich gewaltig. Ah, das ist gut. Du wirst nicht wissen, wie dir geschieht. Wer braucht für Popcorn schon teure Maschinen? Und nun brauche ich noch etwas Sonne. Mutter Natur gibt und gibt. Es lebt, es lebt. Sollte nun fertig sein. Wow, das ist ja eine Menge. Lecker. Yum, yum. Oh, es dreht sich und dreht sich wie die Galaxie. So weich. Wow, das ist viel zu viel. Hilfe, es ist außer Kontrolle. Na, wer ist nun der Sieger? Wollen wir mal sehen. Die Dame zuerst. Prost. Ein Punkt für... Nein, halt. Dieses Ding ist dein Geld wirklich nicht wert. Ich brauche einen Punkt. Wenn ich wieder Jurymitglied werden soll, dann möchte ich eine Lebensversicherung. Oh nein, tut mir so leid. Ich sage, es steht 1:1. Schnuckliges Zuckermäuschen. Ja. Ich meine, süßes Popcorn. Danke, danke, danke. Oh, welche Kamera läuft gerade? Einmal Loser, immer Loser. Zeit für Serotonin. Yeah. Nein, ich teile nicht. Ich habe eine bessere Idee. Kreativer, als du dir je vorstellen könntest. Banane. Hätte ich fast vergessen. Alles außer Gold ist mir wertlos. Aus den tropischen Wäldern des Landes der Milliardäre. Das wird ein absolutes Kunstwerk, ich sag's euch. Voll satisfying. Schaut euch das an. Das ist die Definition von Perfektion. Wow, jetzt muss ich sie nur noch schälen. Du hast alles benutzt und mir nichts übrig gelassen. Was mache ich denn nun jetzt? Hey, ich habe da tatsächlich was. Mein Mittagessen und Milch. So gut, dass ich so oft das British Bake Off gesehen habe. Denn dadurch weiß ich etwas darüber, wie man in der Küche Wunder vollbringen kann. Na, dann wollen wir mal probieren. Ich muss das Ganze aber noch verdicken.
I'm just gonna shake, 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 yeah. Shake it off, shake it off. Das ist genau die Konsistenz, die ich wollte. Wer könnte zu Schlagsahne schon Nein sagen? Oh, wie lecker. Perfekt, aber irgendwas fehlt noch. Ich hab's. Ja, Ginger, trag noch mehr von deinem Glitzer-Körperspray auf. Das sieht so glamourös aus. Hier. Mal sehen. Oh, sehr professionell angerichtet. Interessante Wahl. Ist köstlich. Oh, ich glaube, hiernach muss ich erstmal abnehmen. Probieren Sie mal. Sie sehen trotzdem toll aus, Schatz. 1-1. Na, 1-1. Jetzt kommt Sushi. Hey, Sushi, ich liebe Sushi. Oh, Schätzchen, ich zeig's dir. Schick mir den besten Sushi-Koch. Sushi, bitte. Komme sofort. Ha! Was ist denn da los? Ich komm nicht mit. Pferd! Ihr Sushi ist bereit, Meisterin Ginger. Meine bislang beste Schwertarbeit. Ew, das ist voll hässlich. Du bist gefeuert. Aber ich habe 20 Jahre dafür geübt. Oh, was für eine Verschwendung. Okay, Spinner. Ich krieg das besser hin mit diesem Gadget. Wenn man was erledigt haben möchte, muss man es eh selbst machen, oder? Enttäuschen können dich nur Menschen, Geld nicht. Scheinbar enttäusche ich wohl auch. Was ist das denn? Ist das Fischhaut? Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Moment. Vielleicht doch. Vielleicht brauche ich das ganze Meereszeug nicht. Ich mache meine eigene Version mit Gurken und Wurst. Das ist alles, was ich brauche. Ich wollte eh lieber ein anderes Tier essen. Es ist wichtig, Rezepte individuell anzupassen. Da fehlt nur noch eins. Das sieht für mich komplett nach Sushi aus. Das ist furchtbar. Aber vielleicht habe ich eine Chance. Besser. Ich esse eigentlich kein Sushi, aber... Ich hoffe, die Wurst ist nicht auch roh. Na doch, schmeckt ganz gut. Soll ich das Plastik mitessen? Gehört das zum Gericht? Ups, dafür übernehme ich keine Verantwortung. Ich probiere eins von denen. Echt lecker. Ein Punkt für Kim. Gewonnen! High five! Nicht so schnell. Wir machen ja noch Dumplings. Dumplings? Ich werde langsam müde. Kann ich mich nicht einfach rauskaufen? Butler! Okay, ich bin erfrischt und nun bereit. Das wird die Sache schnell und einfach für mich machen. Bis jetzt musste ich noch nie Essen selber machen, wisst ihr? Wenn man das bedenkt, ist das hier doch wohl 5 Sterne wert, oder? Und fertig. Darum liebe ich diese Geräte. Ich kann das ganz ohne Geräte. Es ist trotzdem frustrierend, dass sie mir immer einen Schritt voraus ist. Und das nur, weil sie Geld hat. Ich bin hier die echte Künstlerin. Fertig. Autsch. Ich muss sicher gehen, dass das nicht noch einmal passiert. Das sollte mir dabei helfen. 99 und 100. Ich brauche mehr Mehl. Oh, da ist es ja. Komm schon. Es klebt fest. Beweg dich. Die Zeit ist rum. Ich bin fertig. Ich hab genug. Also, ich muss sagen, das ist wirklich mein Lieblingsessen. Ich hoffe, die Mädchen ruinieren es mir nicht. Prost. Oh Gott sei Dank. Die ich sage 1-1. 1-1, ja. Absolut. Yeah. Hey, freu dich nicht zu früh. Mir ist langweilig. Ich würde gern beeindruckt werden. Das geht natürlich nicht. Letzte Challenge. Improvisation. Nur für Sie, Frau Jones. Danke. Kein Problem. Eine Überraschungsbox. Was ist das denn? Hey, du musst mir auch noch was übrig lassen. Ich weiß genau, was ich hiermit machen werde. Okay, Wenn ich mir die Hände schmutzig machen muss, um zu gewinnen, dann tue ich das. Was tut sie denn da? Ich muss mir das mal ansehen. Und der letzte, die perfekte Krone für meinen königlichen Schopf. Ich nehme meine Pflichten als eure neue Königin an. Danke. Oh, meine Güte. Oh, leuchtet sie sofort. Jetzt. Okay. Mach die Fotos von meiner guten Seite, ja?
Meine Augen. Reißen Sie sich zusammen, Frau Jones. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Sie schmilzt wie die böse Hexe aus Oz. Was ist denn hier los? Warum lachen denn alle? Oh nein, meine Abonnenten, verlasst mich nicht. Kommt zurück, ich schenke euch iPhones. Oh nein, ich muss für sie da sein. Keine Sorge, ich habe eine Idee. Ich helfe uns. Dafür brauche ich das. Ich brauche eine Hilfe, die ich kriegen kann, sogar von dir. So eklig wird das gar nicht mehr aussehen, wenn ich mal damit fertig bin. So, hier, das wird uns beide retten. Hä? Huh? Ah, ich verstehe. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch. Letzter Schliff und voilà. Sieh mal, so viel Liebe habe ich zu verschenken. Ja, das sehe ich jetzt. Danke, dass du mich vor dem Scheitern bewahrt hast. Oh, ein Stern. Was habt ihr da für uns? Oh, wow, es ist ein Herz. Wie nett. Es ist für mich. Mädchen, ihr habt Frau Jones zum Lächeln gebracht. Ihr gewinnt beide. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Yay! Lassen Sie mich probieren. Ja, richtig. Wir dürfen den Preis nicht vergessen. Oh, böse Frau Jones. Der Preis? Was haben wir denn gewonnen? Sieh mal, sie können mir nicht mehr widerstehen. Meine Follower, sie kommen zurück. Das ist der einzige Preis, den ich mir wünschen könnte. Sesam, öffne dich. Oh, Geld. Ich habe noch nie so viel Geld auf einmal gesehen. Oh, nein, 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 nein. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ist das Kuchen? Ja, es ist Kuchen. Was soll denn der Aufstand? Ich gebe dir Geld, wenn du es so sehr möchtest. Wirklich? Ja, gar kein Ding. Danke, danke, danke. Hör einfach nur auf, deswegen zu heulen. Das macht mich traurig.